Herr Sakola, guten Abend. Sie sind schon über 30 Jahre in Russland. Was war für Sie bis jetzt hier am schwierigsten? Ein Moment oder ein Ereignis? Was war für mich am schwierigsten? Am schwierigsten war die Krise 1998, die da ganz plötzlich am, glaube ich, 18. oder 17. August ausgebrochen ist. Und wo plötzlich das Geschäft von einem Tag zum anderen zum Stillstand gekommen ist. Und das ist man ja, wenn man aus Österreich kommt, nicht gewohnt. Da ist das Business einmal mehr, einmal weniger. Aber dass es so abrupt zu Ende ist, passiert in Österreich nicht normalerweise. Und natürlich, damit waren auch alle die Managementstrukturen in Österreich vollkommen überfordert mit dieser Situation. Und das dann auszubalancieren, dass es nicht zu Überreaktionen kommt, das war das Schwierigste eigentlich in dem, was mir bisher hier passiert ist. Aber wir haben das schön bewältigt am Ende. Und jetzt weiß ich, wie es ist, wenn so etwas ist. Und es kann mich nicht mehr überraschen. Und welche Seiten des russischen Lebens finden Sie bisher unverständlich? Gibt es etwas? Ja, es gibt diese unermessliche Energievergeudung, die mir Kopfzerbrechen macht, weil ja das Klima, die Natur der Welt gehört ja uns allen und mit der soll man meiner Meinung nach ein bisschen sorgsamer umgehen, weil der Klimawandel wird ja immer mehr sichtbar in Österreich mit den Gletschern, die wegschmelzen. Ob das wirklich vom Menschen ausgeht oder nicht, wissen wir nicht, aber man kann ja trotzdem ein bisschen sorgfältiger umgehen mit den Ressourcen. Sie haben den Klimawandel gerade erwähnt. Welche Entwicklungen im Tourismus sehen Sie dann in Österreich in dieser Zeit? Ja, der Klimawandel, wie jedes Wetter, hat einen Einfluss auf die Entwicklung. Wir haben halt heißere Sommer dadurch. Wir werden eine bessere Badesaison haben. Wir werden kürzeren Winter haben, eine kürzere Wintersaison. Aber die Wirtschaft passt sich da immer schnell an. Und das ist so wie bei der Natur, wie bei den Pflanzen. Wenn es regnet und warm ist, dann wachsen sie. Wenn es zu warm ist, dann vertrocknen sie. Und mit dem Tourismus oder mit der Entwicklung der Reisen wird es genauso sein. Je mehr schönes Wetter wir haben, umso mehr Touristen kommen im Sommer. Und je wärmer es im Winter ist, umso weniger kommen im Winter, weil eben zu wenig Schnee ist. Und wie gelingt es den Österreichern, die Natur, also die Österreicher sind besonders stolz auf die Natur zu Recht. Und wie gelingt es, die Natur so zu bewahren, so intakt, so sauber? Naja, das ist ein gesellschaftliches Thema. Die Menschen sehen sich dafür verantwortlich. Ich war am Wochenende, ich denke, im Burgenland, da hat die Bevölkerung eines Dorfes die Straßen also vom Abfall gereinigt, die Flüsse. Da sind Schüler neben den Flüssen gegangen und haben die Plastiktüten und Papierdinge eingesammelt. Und am Nachmittag, als ich zurückgefahren bin, war das Dorf natürlich sauber. Und da gab es dann nichts mehr, was irgendwo herumgelegen ist. Und wir haben vor 30 oder 40 Jahren um die Seen rundherum Ringleitungen gebaut für die Kanalisation, damit kein schmutziges Wasser mehr in die Seen hineinfließt. Damit haben die Seen in Österreich die meisten fast Trinkwasserqualität. Wir haben die Windenergie, damit wir keine Kohlekraftwerke betreiben müssen. Wir versorgen uns mit Wasserenergie, mit Wasserkraftwerken. Und das belastet alles eben die Umwelt weniger als... Ist es die Aufgabe der Familie, ja, den Kindern beizubringen, dass man die Natur schonen muss, dass man ordentlich und... Ja, das wird auch in der Schule so gelehrt und ich kann mich erinnern, als ich einmal mit meinem kleinen Sohn mit dem Auto gefahren bin und ich habe ein Stück Papier vom Kaugummi beim Fenster hinausgeworfen, er hat gesagt, stopp, wir fahren zurück, du musst das wiederholen, du darfst da nichts hinauswerfen. Also das ist im Unterrichtssystem, in der Erziehung, offensichtlich wird das den Kindern so, ich war mir dessen selber nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber der hat mich da sofort zur Verantwortung gezogen und hat gesagt, du, das geht nicht. Also das macht das Erziehungssystem. Haben Sie etwas Gemeinsames im Charakter von Österreichern und Russen bemerkt? Ja, eher Großzügigkeit, also dass wir nicht so streng sind wie die Deutschen. Ich denke, das ist so unsere
am meisten verbindende Eigenschaft. Und ich führe das darauf zurück, dass wir ja so an der Grenze zum slawischen Sprachraum sind. Auch bei meinem Vorfahren, da ist eine Frau Kubelova aus Tschechien irgendwo. Also da hat sich die Mentalität so vermischt mit östlicher Mentalität. Und damit sind wir eben auch ein sehr, glaube ich, gastfreundliches Volk. Ich treffe viele Russen, die sagen, ja, nach Österreich fahren wir lieber, weil da gefällt es uns einfach besser mit dem ganzen Essen, mit dem ganzen, das ist nicht so streng geregelt. Und ich denke, da sind wir. Wir sind nicht ganz so großzügig wie die Russen, aber bei Weitem nicht so streng wie die Deutschen. Und Unterschiede? Gibt es da Unterschiede mentalitätstechnisch? Ja, die gibt es schon. In Russland ist Freundschaft belastbarer als in Österreich. In Österreich ist es eher formell, wenn man Bekannte hat. Hier in Russland auf Freunde kann man sich eigentlich verlassen. Das hält eigentlich normalerweise. Das würde ich in Österreich nicht so sehen. Aber das hängt halt damit zusammen, dass Österreich ein Sozialstaat ist. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, kümmert sich der Staat um mich. In Russland funktioniert das nicht so gut. Wenn ich da ein Problem habe und ich rufe einen Freund an, dann hilft er mir, weil er weiß, sonst hilft mir keiner. Und das ist halt so aus meiner Sicht so der größte Unterschied, den man so im alltäglichen Leben bemerkt. Und wie entstand eigentlich Ihr Interesse an russischer Sprache oder Kultur? Ich liebe Geografie. Und als ich jung war, habe ich den Atlas, damals gab es ja kein Internet, in der Hand gehabt. Und da war immer so eine große grüne Fläche, UdSSR, riesig, ein riesiges Land. Und damals war ja der eiserne Vorhang, man konnte das nicht so einfach besuchen. Und da wurde meine Neugier damals schon geweckt. Ja, und dann bin ich eben aus einem Zufall heraus hierher gekommen und habe gesehen, ja, eigentlich ist es ein Land mit sehr viel Kultur, mit netten Menschen. Damit habe ich dann eben immer gedacht, naja, andere Leute haben gesagt, ich muss 3 Jahre hier bleiben, 5 Jahre. Ich habe nie mehr irgendeine Grenze gesetzt, sondern ich komme halt immer so jedes Monat wieder und fühle mich wohl hier. Soviel ich weiß, Sie leiten diesen Club schon über 6 Jahre. Was haben Sie bemerkt? Gibt es jetzt mehr Interesse von Österreichern, nach Russland zu kommen, geschäftlich oder auch einfach auf Reisen? Ja, die persönlichen Beziehungen werden mehr, offensichtlich, aber die geschäftlichen leiden natürlich unter den Sanktionen und unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Moment. Also die Geschäftsentwicklung ist nicht sehr progressiv im Moment, aber dadurch kommen halt viele Leute, die privat hierher kommen. Unser Schrift, also der die Internetseite betreut, der kommt eben privat so alle 2 Monate hierher und versucht eben hier Firmen zu finden. Also das kleine Business entwickelt sich besser als das große. Gibt es etwas, was Sie bis jetzt hier bereut haben? Also dass Sie zum Beispiel diesen Schritt gewagt haben, nach Russland nicht umzuziehen, aber so hier wohnhaft eigentlich auch zu sein? Ich würde das so sehen. Wenn man das Potenzial Russlands sieht, dann war es in jedem Fall ein richtiger Schritt. Aber mit der momentanen wirtschaftlichen Situation hat keiner gerechnet, dass das so lange so schwierig ist. Und so habe ich das bereut, würde ich nicht sagen. Aber natürlich, ich würde mir wünschen, es wäre besser, ja. Das kann man schon sagen. Und glauben Sie, gibt es Aussichten, wieder gute Beziehungen zwischen Russland und Europa wiederherzustellen oder ist ein langer Weg? So, das schneiden Sie heraus, wenn Ihnen meine Antwort jetzt nicht gefällt. Aber stellen Sie sich vor, auf Ihrer Datscha, Sie haben einen Nachbarn, der eine große Datscha hat. Und dann kommen Sie jetzt im Frühjahr auf Ihre Datscha und plötzlich steht der Zaun 2 Meter auf Ihrem Grundstück. Wie lange werden Sie brauchen, bis dass Sie dem Nachbar verzeihen und sagen, naja, ist eh okay, mach das so. Das dauert halt leider Gottes und leider Gottes, das ist die große Tragödie. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine Freundschaft der Völker entwickelt. Es gab in Europa eigentlich, außer in Jugoslawien mit dem Jugoslawien-Konflikt, aber in Europa gab es eigentlich keine Spannungen. Und diese Freundschaft ist jetzt aus dem Gleichgewicht.
geraten. Und deswegen müssen wir natürlich schauen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das muss man schon sagen. Das sehe ich viel gefährlicher als diese ganzen Sanktionsdinge und so weiter, sondern einfach, da ist irgendwo so ein Misstrauen. Wenn Sie mit einer österreichischen Firma oder deutschen Firma jetzt reden, na, geh nach Russland. Oh, um Gottes Willen, Sanktionen. Und ich sehe dieses Vertrauen irgendwie aus dem Lot gekommen. Und das müssen wir in irgendeiner Form wieder reparieren, weil das ist eigentlich eine Errungenschaft der letzten, was ist das, 70, 75, 80 Jahre. Und eigentlich würde ich mir sehr wünschen, dass wir das sehr schnell reparieren, weil wenn das in irgendein Extrem einmal ausschlägt, aus irgendeinem blöden Grund heraus, meistens sind es ja Blödheiten, nicht irgendwie kontrollierte Dinge, dann weiß man nicht, wie das eskalieren kann. Und das wäre natürlich für alle Menschen in Russland und in Europa sehr schlimm, sehr schlecht. Welche Zeit in der Geschichte von russisch-österreichischen Beziehungen war Ihrer Meinung nach am besten? Ja, das war zwischen 1990 und 2005, denke ich, oder 1995 bis 2005. Damals öffnete sich Europa. Österreich war plötzlich vom Rand Europas am Eisernen Vorhang weg in der Mitte Europas, wirklich. Das ist ja heute noch, ich bin noch immer ganz überrascht. Ich war am Wochenende eben im Burgenland und dann in Ungarn, da fährst du über die Grenze, so als ob da nie eine Grenze gewesen wäre. Und das war früher eine 2 Stunden lange Prozedur mit Schlagbäumen, die solchen Durchmesser hatten. Und heute fährt man da drüber, als wenn da überhaupt nichts gewesen wäre. Also für Österreich ist ja diese Entwicklung extrem schön, weil jetzt kann ich am Sonntag nach Budweis ein Bier trinken fahren, weil das ist 2 Stunden mit dem Auto. Österreich ist ja ein sehr kleines Land. Und das war eigentlich die beste Zeit auch im Business mit Russland. Da waren viele Reisen hierher, viele Clubs sind hierher gekommen, private Reisen waren unglaublich viele. Also da hatte ich oft Leute, die sagen, du, nächste Woche komme ich nach Moskau und fahre mit dem Schiff nach St. Petersburg. Also da hatte ich wirklich sehr oft solche zufällige Reisen, wo jemand sagt, du, ich besuche dich in Moskau. Und ich denke, das war eigentlich die beste Zeit in den Beziehungen. Da gab es keine Spannungen, alles ist positiv gesehen worden. Und das war eine sehr schöne Zeit und sehr positive Zeit. So. Worauf sind Sie als Österreicher besonders stolz? Ich bin stolz, dass wir in Österreich ein Land sind, das funktioniert in allen Bereichen, in allen, wie soll man sagen, es gibt kaum Unwägbarkeiten. Also wenn ich wohin fahre und ich weiß, ich habe einen Unfall, dann weiß ich, ist in 10 Minuten die Ambulanz hier. Wenn das Haus brennt, ist in 10 Minuten die Feuerwehr hier. Also es gibt da ein System, wo man nicht hinunterfällt. Also das ist, glaube ich, die größte Errungenschaft in Österreich, dass man dort, ich will nicht sagen bequem leben kann, aber man muss nie die Angst haben, dass morgen die Welt zusammenbricht, weil immer irgendein System wird dich vor dem Zusammenbruch bewahren. Was könnten Sie dann den Russen empfehlen, unbedingt in Österreich zu sehen oder zu besichtigen und umgekehrt? Den Österreichern in Russland? Naja, den Österreichern, ich meine, was müssen die Österreicher sehen? Ich glaube, ich empfehle immer zur neuen City zu fahren, weil ich meine, den Kreml weiß man, dass man besichtigen muss. Das GUM muss man gesehen haben, das ist überhaupt keine Frage. Das sind Dinge, die es in dieser Form in Österreich nicht gibt. Die Moskau City unbedingt anschauen, weil man fährt nach New York, um Hochhäuser zu sehen, dass es solche Dinge hier auch gibt, wissen die Leute eigentlich viel zu wenig. St. Petersburg natürlich, den Goldenen Ring kann man ansehen, aber Russland ist einfach zu groß, um hier einen Ratschlag zu geben, weil ich weiß ja nicht, man kann natürlich die ganze Strecke vom Alexander von Humboldt nachreisen, von Kaliningrad, St. Petersburg bis hin in das Altaigebirge, das kann man machen, ist auch interessant, aber
Russland ist einfach zu groß. Kamtschatka muss man gesehen haben, den Baikalsee. Ja, da kann ich eine lange Liste schreiben, wenn ich da jetzt noch ein bisschen nachdenke. So, um Sie nicht mehr aufzuhalten, ich habe eine Frage vergessen, eine ganz kurze. Gibt es vielleicht einen Russen oder eine Russin, die Sie besonders bewundern? Also nicht unbedingt in der heutigen Geschichte, vielleicht in der Vergangenheit. Naja, es gibt, da gibt es viele oder mehrere, aber eine ist ganz besonders erwähnenswert. Das ist die Tochter von dem russischen Bildhauer Vadim Kosmatschow. Die war dann, wenn Sie mit Architektur zu tun haben, dann wissen Sie, dass so eine Weltikone der Architektur eine Frau Zaha Hadid war, die auf der ganzen Welt ganz wunderbare Bauwerke gemacht. Und die Maria Kosmatschow war ihre Assistentin an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Und auf dieses Niveau muss man zuerst einmal kommen. Das ist Weltniveau. Und als die Mascha nach Wien gekommen ist, hat sie kein Wort Deutsch gesprochen. Also muss ich sagen, meinen Respekt, so etwas, das muss man zuerst einmal bewältigen, dass man, ich meine, auf ein gutes Durchschnittsniveau kann man gleich einmal kommen, auf ein normales Lebensniveau. Aber dass man mit einer Person, die weltweit im künstlerischen Bereich anerkannt ist, dass man da Assistentin ist, dass in einem Land, wo man eigentlich nicht aufgewachsen ist, sondern wo man eben hingekommen ist, das finde ich extrem bemerkenswert. Das muss man einmal als Person wirklich leisten. Also das, meinen Respekt, wirklich. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zustimmung.